Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautsprecher und ich begrüße euch recht herzlich zu South Park, die reguläre Zerreißprobe. Wir sind im Keller angekommen und wir fühlen uns wie bei Harry Potter. Forensik? Können wir da rein? Nein. So, Schluck Wasser können wir auch nicht nehmen. Wow, das ist aber echt unheimlich. So. Es geht nur noch nach unten weiter. Okay. So. Ich hab hier... Oha. Oha. Oha, oha, oha. So. Oh, okay. So, was hat er hier? Schlüssel zur Forensik. Wichtiger Gegenstand. Sehr geil. Okay. Okay. So, können wir hier noch irgendwas machen? Ist hier noch was möglich? Nein, ich glaube aber nicht. Oh, da vorne kann man, glaube ich, eventuell... Ah ja. Krass. Naja. So, wir haben den Forensik-Schlüssel. Gehen wir mal da rein. So, schau. Mosquito, was ist los? So. Oh, wir rücken uns das mal näher. Wow. Was war das? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Miezi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das. Halt. Still. Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Nicht gut. Was ist hier los? Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht! Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Oh oh. Ja, ich bin definitiv am Sterben. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh oh. Oh, Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein. Ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterbe wohl doch. Say what? Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja, sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss nur den Türgriff ertasten. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich, ernsthaft. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir! Holt mich hier raus! Ich sterbe nicht! Sterbe nicht! Sekunde! Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden! Bei dem letzten Atemzug mach ich das nicht an! Oha! Krass! Kuckuck! Achtung, Vergiftungsgefahr! So! Erstmal gucken. Ah ja. So. Komm schon. Oh Mann, das warst doch hoffentlich nicht alles du, oder? So ein feiner Lakai. Hey, mit dir. So.
Okay, ich mache jetzt einen Abgang. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh, ich bin so blöd. Du bist tot. Die sagen es noch. So. Achtung, Vergiftungsgefahr. Warum ist das gesperrt? Brauchen einen Schlüssel. Wo kriegen wir den Schlüssel her? Ja, da wahrscheinlich nicht mehr. So. Hey, buddy. Emblem der Brutalität. Oh, tak. Ah, ja. So. Taco Grande. Edgar-Kleber holen wir uns auch mal wieder. So. Da holen wir uns einfach alles, was gerade gibt. So. Ich hab gesagt, such den Schlüssel und du stehst hier rum. Ich bin doch gerade am Schauen. Es geht nur noch nach unten weiter. So, dann gucken wir nochmal. Achtung, Vergiftungsgefahr. Ah, da liegt der Schlüssel. Scheiße. Warte mal. Dann müssen wir... So, sehr schön. Ah ja. So. Das brauchen wir da wieder. Ist ja klar. So. Auf geht's. Komm schon. Bullshit, hab was du brauchst. Achtung, Vergiftungsgefahr. Jawohl. Ja! Und? Umweltkontaminierung wurde verhindert. Sehr schön. Puh. So. Hallo. Okay. So, was können wir denn hier machen? Was ist denn hier möglich? Nein, das wahrscheinlich nicht. Okay. Okay. Ah ja. Hatten wir schon lange nicht mehr. Was hast du gefunden? Ach ja, zum Umwerfen. Okay. Komm schon. Ah ja. Detektivarbeit von der Arsch. Skelettschlüssel, jawohl ja. Ach, wir sind so gut. Wir sind echt zu gut teilweise. Manchmal. Los, mach das Tor auf. Manchmal stehen wir echt auf dem Schlauch, aber manchmal so. So als geht hinter der Tür echt krasse Scheiße ab. Du solltest dir lieber ein paar Vorräte am Automaten holen, bevor du da reingehst. Haben wir schon gemacht. Warte mal. Aber du hast durchaus recht, dass wir vielleicht ein bisschen craften. Cool. Können wir auf jeden Fall mal gucken, ob es was gebrungen hat.
So, Verbrauchsgegenstände. Gegengift können wir auf jeden Fall machen. Verbessertes Gegengift. Das hauen wir auch mal raus. So. Alright. Nicht trödeln, Wunderarsch. Komm, wir kaufen uns noch was. So, wie viel haben wir jetzt davon? So. Jetzt reicht's aber auch mal. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege der Wälder. Gesegnet seien wir, deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege mit den tausend Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Was? Sir? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Oh mein Gott. Okay. Jetzt geht's ab. Siege Shub-Niggurath. Oh mein Gott. Danke, Scheiße, wir müssen sie retten. Okay, gib dir noch mehr. Oh, verfickte Scheiße. Au! Oh, Scheiße. Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen. Oh oh. Shub-Niggurath. Gott. Vorsicht, Tentakel. Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch. Alter. Puh. Na und, ich hab keine Angst. Gott sei Dank. Euer Tod wird Shub-Niggurath ergötzen. Oh Gott, fuck. Oh Mann, bin ich dran? So. Schockierend, was? Oh, warum prüfst du mich? So, komm. Okay. Wollen wir später noch einen heben und vielleicht das Spiel schauen? Es ist soweit. So, gucken wir mal. Angriff aus dem Hinterhalt. Au! Oh! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. So. Hier rüber! So. Danke. Oh Mann. Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Ah! Zeig keine Schwäche. Mein Leid wird bald enden. Hey, ja. Oh. Komm. Lauf teuren Sturmbunkern. Bleib cool. Komm. Oh. Super Klimasteuerung. Ja, ja. Verschwunde deine Diener und geißle deine Fuck. Feinde. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt. Oh mein Gott. Recht bewahren, unschuldige Schützen. So, Mama. Wir beleben erstmal wieder wo ist er denn? Ah! Kann ich ihn nicht wiederholen?
Ach, das, jetzt habe ich einen Beruhigung. Schon besser. Toll. So ein kleines Höllenfeuer wäre jetzt gar nicht schlecht. Alter. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Komm. Oh yeah. Jetzt geht's wieder ab. Geil. Oh yeah. Oh yeah. So. Oh cool, wir können als Geist was machen. Ich werde nicht wanken, oh mächtige Schock-Nigorath! Ha. Tötet die Ketzer! Knie nieder vor Schub-Nigorath! Hat nichts gebracht. So. Jetzt gibt's schon auf! So, gucken wir mal. Ob wir hier was machen können. So. Okay. Yes, baby. Alright. Geil. Zug gelöscht. Zielsysteme online. So. Super Tornado. Komm. Ich erkläre meine Umgebung zum Katastrophengebiet. Oh Gott, bin ich dran? So, komm schon. Ich leg dich auf Eis. Chill mal kurz, okay? Yes. Mama. Können wir hier was machen? Ah, ich muss abbrechen. Geht leider nicht anders. Jawohl. Kann uns nix. So. Bringt zwar nix, aber ist egal jetzt erstmal. Oh, mächtige Schub-Nigorath, Übermutter mit den 1000 Jungen. Wir werden das Problem schon irgendwie lösen. So. Jetzt gehst du erstmal flöten. Noch einer erledigt. Ich bin es, Wonder Tweak. Hier blitz ich einen. Komm. Das spürst du noch eine Weile. Lasst mich meine Religion ausleben, wir sind hier doch in Amerika. Okay. So. Oh Mann. Komm schon. Okay. Ich warte auf Befehle aus der Finsternis. Au! Das macht keinen Spaß mehr! So. Super Mac wird gestartet. Komm schon. Komm schon, Baby. Oh.
Sturm zieht auf! Kleine Erfrischung! Das sollte dich bremsen! So. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt richtig machen. Oh, der Ketzer hat mich verflucht! Ich glaube, die müssen halt da, ne? Auf jeden Fall mal da rein. So geht das. Jetzt bin ich dran. So. Aktiviere den Schnelltausch. Klasse. Komm schon. Ah. So, wir müssen die unbedingt in die... Ah. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Komm schon. Alles aufwachen, Leute! Komm schon. Verdammt! Die müssen eigentlich nur da rein. Mehr müssen sie nicht. Shit. Oh, das wird ein Kampf wieder. Schnelltausch! War's für dich so geil wie für mich? Hey Leute, zieht den Mond und die Sonne schon mal ohne mich runter! So. Ein Zug weniger für die Bösen! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich hoffe, wir kriegen die jetzt so irgendwie gedeichselt. Oha. Oha. Oh, cool. Ah ja, okay. So wird's was. Wir müssen immer gucken, dass die halt da... Runter, auf den Boden! Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Weg da, sonst war's das. Komm schon. Du bist nicht dran. Ja. Gehorche deinem dunklen Meister. Ja. Deine Feinde. Sie sind echte Arschlöcher. Yes. Komm schon. Kacke.
Oh Mann, komm. Jawohl. Alter Schwede. Necromicon. Necronomicon. Oh Gott. Jawohl. Kuhn, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Scrambles. Oh ja, Mann, das ist endlich. Ja. Scrambles? Unfassbar, dass ihr kleinen Scheißer das wirklich geschafft habt. Danke. Endlich ist man in diesem Dreckskaff wieder sicher. Gern geschehen. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute. Wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise. Fucking Kuhn and Friends. Scheiße geil, Leute. Wir haben es geschafft. Das war richtig geil. $100 Belohnung, wir kommen! Hey, Moment mal! Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ja, sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen war nur eine Kriegslist. Was? Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt, sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die $100 Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alles erlaubt, Freedom Pussies. Freedom Pussies. Ihr Wichser, wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt sie uns doch weg. Machen wir. Civil War 3 könnt ihr haben. Das war's neu. Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Superarsch, sondern die. Okay, Neuer, Zeit zu sterben. Schnappen wir uns das Schwein. What? Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt muss ich gegen Kuhn and Friends kämpfen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Episode. So, ich habe den letzten Kampf einfach im Zeitraffer machen müssen, weil es war einfach eine zu große Tortur und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich wollte euch auch nicht nerven mit so einem ewig langen Kampf, von daher habe ich das so gemacht. Ja, wenn euch diese Episode trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.